Es gibt Songs, die kamen raus, da waren noch quietschfarbige Hemden, Helmfrisuren und kitschige Sternchendeko in. So ungefähr vor 40 Jahren. Und trotzdem kann selbst ich diese Hits mitsingen, weil sie im Radio noch heute rauf und runter gespielt werden. Albert Hammond, der hat solche Lieder in quietschfarbigen Hemden geschrieben. It Never Rains in Southern California zum Beispiel oder später One Moment in Time. Damit ist Whitney Houston ganz groß rausgekommen. Jetzt ist Albert Hammond seit den 70ern das erste Mal wieder auf Tour und hat auch in Bremen, hier bei Bremen 1, Zwischenstopp gemacht. Sieht etwas älter aus als auf dem Foto hinter mir. Die Frisur ist aber immer noch die gleiche. Marianne Strauch hat ihn getroffen. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht mindestens einen Hit von ihm kennt. Das letzte Mal war er in Bremen vor mehr als 40 Jahren. Im Beatclub und im Musikladen ist er aufgetreten. Heute gibt er ein Interview bei Radio Bremen 1. Er ist eine lebende Legende. Living legend here with us at Bremen 1. I'm very proud to have you here, Albert Hammond. Welcome. Yeah. I don't know about a living legend, but I say so. Okay. So it's my compliment. Okay. Thank you. Mit It Never Rains in Southern California hatte Albert Hammond bei Radio Bremen seine Deutschlandpremiere. Wir haben die alten Bänder aus dem Archiv geholt. What surprise do you have for me? I'm sure it's a good one. Early days. Okay, Rolling Stones, T-Rex, Psychotron. It Never Rains in Southern California. Wow. 47. This is a music laden, probably 73, something like that. I look like my son. Ich sehe aus wie mein Sohn. Unglaublich. Wow. It never rains in California. Yeah, I was more arrogant. You see, I like. Ich war viel arroganter, cooler. Jetzt bin ich viel entspannter. Albert Hammond hat ein Gespür für Melodien. 360 Millionen Platten hat er weltweit verkauft. Viele Lieder hat er für andere geschrieben. Für Johnny Cash, Whitney Houston, Tina Turner, Mr. Ohrwurm wurde er mal genannt. Es fühlt sich manchmal gar nicht so an, als würde ich den Song schreiben, sondern als wäre da oben jemand, eine Energie, die durch mich durchfließt. Ich brauche keine 10 Minuten und der Song ist fertig. Ich sage dann immer zu meiner Frau, Claudia, was denkst du? Und sie sagt, schön. Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Lange Zeit war es ruhig um Albert Hammond gewesen. Jetzt ist er wieder auf Tour mit seinen alten Liedern, mit fast 70 Jahren. Heute Abend spielt er sie in Wilhelmshaven, vorher eins auf unserer Treppe. Was talked about and planned, but I gave it up for music and a free electric fan. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, du machst, dass ich mich wieder jung fühle. Das ist das Größte, was mir jemand sagen kann. Das ist schön. Everything I want to do mit Albert Hammond. Everything I want to do, I only want to do with you. I want to do, I only want to do with you. Ich glaube, sie werden länger leben als ich. Ich denke, 50 Jahre nach meinem Tod werden diese Songs immer noch gespielt. Mhm.